kurz vorher, so bei einem guten Film, sage ich das auch immer so, kurze Werbeeinschaltung. Ich bin vom OFI, wir müssen ein bisschen Werbung für uns auch machen. Wer uns nicht kennt, OFI, Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik, größtes österreichisches privates Prüf- und Forschungsinstitut. Das Private ist uns ganz wichtig, weil wir uns auf die Fahnen schreiben, dass wir sehr nah an der Wirtschaft sind, sehr umsetzungsorientiert sind in unserer Forschung, aber auch in der Prüfung, Beratung. Wir sind sehr breit aufgestellt von der Polymertechnik übers Baugewerbe bis in den Bereich, wo ist mein Laserpointer, Pharma, Lebensmittelverpackung. Das ist eben der Bereich, den ich leite, und wir beschäftigen uns auch relativ viel mit Biomassebrennstoffen. Mir persönlich hat es diese Verpackung angetan. Und daher bin ich sehr dankbar, und Sie wissen, Sie haben es gerade gehört, ich bin da auch reingeschlittert, bin Lebensmitteltechnologe eigentlich, wie ich die Vorlesung Verpackungstechnik, netterweise sind ja einige Studienkolleginnen heute von mir auch da, wie ich die Vorlesung gemacht habe, dann war das halt eine so Prüfung von 100, die wir irgendwie abgebogen haben und halt geschwind gemacht haben. Bin dann in meiner Dissertation in dieses Verpackungsthema reingestolpert, mehr oder weniger, vor 13 Jahren mittlerweile, und seither bin ich aber ein Verpackungsfan. Und wenn man da mal reintaucht und sich überlegt, was da alles dahinter steckt, und ich hoffe, dass ich Ihnen heute ein bisschen was von dieser Begeisterung mitgeben kann. Daher bin ich sehr dankbar, dass ich heute hier reden darf, und habe auch gleich zugesagt mit ein bisschen einem persönlichen Hintergrund. Er ist zwar heute nicht hier, aber ich habe in meiner Mittelschule einen Chemielehrer gehabt, der, ob jetzt so der wahnsinnig überdrüber gute Lehrer war, weiß ich nicht, aber er hat mich für die Naturwissenschaft begeistert, und darum stehe ich heute da, und darum habe ich heute einen naturwissenschaftlichen Job, und da wollte ich mal Danke sagen an die Chemielehrer, die vielleicht hier sind, stellvertretend für meinen Chemielehrer. Sie bringen da schon was weiter und bringen Leute wie mich, sich da mit solchen Themen zu beschäftigen. Heute geht es um Verpackungstechnik, das sind unsere Standorte, da sitze ich in Wien. Und zu Beginn, ich kann zwar jetzt gegen den Vortrag, werde ich ein bisschen abstinken, ich habe leider nicht ganz so tolle Experimente vorbereitet, aber wir können zumindest ein nettes Spielchen am Anfang machen. Sie sind ja alle sehr fleißig und schreiben mit, das heißt, Sie haben alle Blöcke da vor sich liegen und Stifte. Wer sowas hat, bitte jetzt zu Block und Stift greifen, ein neues Blatt aufschlagen. Meine Aufgabe lautet nämlich ganz kurz: Zeichnen Sie einen Liter Milch. Ja, machen Sie das einmal. Zeichnen Sie einen Liter Milch. Wer fertig ist, kann schon einmal hochheben. Möglichst groß bitte, dass die anderen auch sehen oder dass es ich sehe. Ja, sehr brav, der Herr in der ersten Reihe macht schon genau das, was ich von ihm erwarte. Was haben Sie gezeichnet? Zeigen Sie es vielleicht auch nach hinten. Ja, irgend so was Eckiges, genau. Also landläufig würde man sagen, ein Tetrapackel, oder? Ja, also ein Verbundkarton, um das korrekt zu sagen. Was haben wir noch? Ist hier leider nicht so weit. Was ist es? Beschreiben Sie es. Eine Flasche, sehr gut. Auch eine Flasche. Was ist? Eine Milchkanne, sehr schön. Wunderbar, sehr originell. Hat irgendwie ein Euter gezeichnet. Na, Sie sehen schon, worauf ich hinaus will, das funktioniert immer. Ja? Sie zeichnen natürlich nicht die Milch, gut, weiße Milch auf weißem Blatt ist ein bisschen unfair, ja, gebe ich zu, sondern Sie zeichnen die Verpackung. Ja? Und das ist auch tatsächlich so. Die Verpackung, auch wenn sie uns als Konsumenten oft auf die Nerven geht, weil wir, sobald wir sie nicht mehr brauchen, sie plötzlich von einem Moment auf den anderen nur mehr zum Müll wird, ja, und sie nicht mehr als wertvoll erlebt wird, sondern nur mehr lästig erlebt wird, trotzdem kommen wir dieser Verpackung nicht aus. Ich kann auch ganz lapidar hier sagen, ohne Verpackung wird unser Wirtschaftssystem, das wir jetzt haben, nämlich, wenn wir jetzt Lebensmittel anschauen, jetzt haben wir schon mit Orangen und Bananen und was weiß ich herum experimentiert, wenn man Lebensmittel produziert, am Platz A, am Platz B verarbeitet und am Platz C konsumiert, dann brauche ich einen Transport dazwischen, und wenn ich da keinen horrenden Verlust an Wertstoffen, an Lebensmittel haben will, dann brauche ich eine Verpackung, dann muss ich das verpacken. Ohne dem funktioniert unser Wirtschaftssystem nicht. Und die Verpackungsindustrie wird auch grob unterschätzt. Ja? Wenn man die deutsche Verpackungsindustrie zum Beispiel anschaut, in Österreich ist es ganz ähnlich, so ist die, wenn man alles zusammennimmt, größer, bei Weitem größer als die Automobilindustrie, die deutsche zum Beispiel.
hat beschäftigt mehr Leute, macht mehr Umsatz, hat natürlich mehr Firmen, also ein bisschen kleiner strukturiert ist, das ist noch das Wenigste, aber es ist bei Weitem größer. Seid ein wichtiger Wirtschaftszweig, der allerdings ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So eine Verpackung ist nämlich, wenn man es tagtäglich angreift, ein ungeheuer simples Ding. Ja, dieser Verbundkarton, dieses Tetrapackel, wir ärgern uns tagtäglich drüber, vielleicht weil man es nicht gescheit aufkriegt oder weil man es nicht mehr zukriegt. Ja, aber wenn man sich dieses Material mal anschaut, ja, dann ist es in Wirklichkeit ein Hightech-Produkt. Ja, wenn man weiß, so ein Verbundkarton, gut, bei einer Frischmilch sind es normalerweise 4 Schichten, bei einem Orangensaft oder bei einer Haltbarmilch sind es 7 Schichten, sind es 9 Schichten, ja, die da drinnen sind, nämlich unterschiedlichste Materialien, Karton, Pappe, Alufolie für den Lichtschutz, innen 2, 3 unterschiedliche Sorten Polyethylen, das eine für die Haftung, das andere, um das Produkt nach innen zu schützen. Außen haben wir Druckfarbe, dann haben wir natürlich außen nochmal eine Polyethylenschicht, damit das Papier von außen nicht auffeuchtet. Jede Schicht hat da seine Funktion. Ja? Oder nehmen Sie eine Verpackung Käseaufschnitt, ja, Sie kennen das, wo die in so einer Tiefziehschale drinnen stecken, die Käsescheiben. Für einen Laien wahrscheinlich eine Plastikfolie da oben drauf. Wenn man weiß, dass da auf 50, 60 μ 14 Schichten unterschiedlicher Kunststoffe drinnen sind, möglicherweise, ja, die alle ihre Funktion haben und das auf einer Gesamtstärke, die so circa der Dicke eines Haares entspricht oder sogar ein bisschen weniger ist, dann merkt man, was da dahinter steckt. Eine Verpackung ist nämlich immer Kompromiss, das muss uns klar sein. Ja? Eine Verpackung hat sehr viele Funktionen, die uns als Konsument, als Anwender vielleicht gar nicht so sehr bewusst sind oder in unserem primären Fokus stehen. Ich habe Ihnen einmal die einfachste Version hier aufgeschrieben, was für eine Funktion denn die Verpackung hat. Ganz oben steht der Schutz. Ja. Zum Glück geht da die Diskussion in der Öffentlichkeit zurzeit ein bisschen in die Richtung, dass wir draufkommen, hallo, wie viel Lebensmittel schmeißen wir denn weg eigentlich, ja, weil sie verderben. Das ist in unserem entwickelten Bereich, also in Europa, schon ein ziemlich großes Problem. Es ist noch ein viel essentielleres Problem in Entwicklungsländern, in Afrika, in Asien, wo Unmengen an Ernte ganz einfach verdirbt, weil sie falsch gelagert ist, weil sie falsch oder gar nicht verpackt ist. Das ist eine ganz wichtige Funktion, das heißt, die Verpackung schützt vor Kontamination, irgendwas, was da von außen kommt, Feuchte, Licht, Sauerstoff. Ich habe es Ihnen hier ein bisschen aufgezeichnet, irgendwelche Gase, auch natürlich die Mikroorganismen, Schimmelsporen, die da von außen kommen. Die Verpackung schützt aber natürlich das Füllgut, das wertvolle Bestandteil eventuell nach draußen dringen. Ja, irgendwelche Duftstoffe, ätherischen Öle, dass sie da irgendwas nach draußen verschüsst. Die Ermöglichung von Distribution und Lagerung haben wir auch schon als Verpackungsfunktion angesprochen. Die ist natürlich ganz wichtig in unserem Wirtschaftssystem. Wie gesagt, wenn wir was von A nach B transportieren wollen, dann müssen wir es irgendwie verpacken. Und da muss ich halt wissen, okay, was gibt es für eine mechanischen Belastungen auf diesen Transport, mit was für einer Temperatur, mit was für einer Feuchte muss ich rechnen. Und da macht es einen Unterschied, ob ich das mit dem LKW da von Wieselburg nach St. Pölten transportiere oder ob ich mit dem LKW nach Russland fahre. Da habe ich halt aufgrund der Straßenverhältnisse ein bisschen eine andere mechanische Belastung. Oder wenn ich es auf dem Schiff nach Südamerika irgendein Rindfleisch hierher transportiere, auf irgendein, gut, das Rindfleisch ist gekühlt, schlechtes Beispiel, irgendwas Ungekühltes im Container auf Deck, da hat es dann im Container vielleicht 50, 60, 70 Grad bei 100% Luftfeuchte und ein bisschen Spritzsalzwasser, ja, das muss die Verpackung alles abblocken und alles aushalten können. Last but not least, also oder weitere wichtige Funktion, die Kommunikation. Verpackung hat eine wichtige Kommunikationsfunktion. Das betrifft einerseits die Information auf dem Milchpackel, da wissen Sie, da steht oben, ob die Milch jetzt von der Berglandmilch ist oder von der Nöhm und ob das jetzt eine Haltbarmilch ist oder eine Frischmilch ist und da steht das Mindesthaltbarkeitsdatum oben und wie viel Kalzium da drinnen ist, Information. Aber viel wichtiger natürlich heutzutage die Marketingfunktion. Schönes Beispiel, Coca-Cola-Flasche kennt man weltweit. Ja. Bei der braunen Brühe selber, ob das jetzt Coca-Cola ist oder Pepsi oder irgendein anderes, was weiß ich, American, irgendwas Cola, da tun wir uns wahrscheinlich schon schwerer, aber die Flasche erkennt jeder auf den ersten Blick.
Ja, und zwar weltweit, vielleicht nicht in Nordkorea, aber im Großen und Ganzen weltweit wird diese Flasche als Marke erkannt. Und ganz wichtig, das wäre was, wo man stundenlang auch drüber reden könnte, andere Leute auch tun, die Marketingfunktion im Supermarkt, am Point of Sale, wie das so schön heißt. Ja. Sie entscheiden ja im Supermarkt, das stellt man sich immer so vor, da wenn Sie sehr, sehr aufgeklärte Konsumenten, Konsumentinnen sind, dann machen Sie sich brav vorher eine Liste, was Sie denn alles einkaufen. Wir alle wissen, dass das heute nur zu einem sehr geringen Anteil stimmt. In Wirklichkeit treffen wir viele Entscheidungen direkt im Supermarkt, und zwar im Bruchteil von Sekunden, 0,4, 0,5 Sekunden normalerweise entscheiden Sie, ob Sie Römerquelle nehmen oder Vöslauer. Und was sehen Sie wieder im Regal? Nicht das Wasser selber, sondern die Flasche. Und anhand von dieser Form müssen Sie innerhalb von 0,5 Sekunden erkennen, irgendeine Werbebotschaft damit verbinden, ja, was weiß ich, Vöslauer, die schönen Models, die in der Werbung herumrennen, und Sie müssen sich dann dafür entscheiden, ja, im Bruchteil von Sekunden. Das macht die Verpackung. Daher unter uns gesagt, Markenartikler erkennen die Rolle der Verpackung, gerade diese Marketingfunktion, immer stärker, weil klassische Werbekanäle wie Fernsehen, Printwerbung verlieren an Glaubwürdigkeit. Das heißt, diese Kaufentscheidung hat sich in den letzten 10 Jahren auch massiv in den Supermarkt verlagert. Und da steht die Verpackung hauptsächlich. Und last but not least, Convenience ist auch so eine Anforderung an die Verpackung, Verbraucherfreundlichkeit. Ja? Das beginnt schon in Wirklichkeit beim Abfüllen. Der Abfüller hätte es gern convenient, die Verpackung soll über seine Anlage laufen, soll auch bei der Abfüllung keine Probleme machen. Das Versiegeln, Verschließen muss ganz schnell funktionieren, weil er pro Zeiteinheit möglichst viel verkaufen will, produzieren will. Aber natürlich auch der Konsument aufmachen, zumachen, ausgießen, leicht öffnen, gut lesen können. Ja, da, ich weiß, wir haben alle unsere Erfahrungen mit Verpackung. Warum ist das oft nicht so super? Warum kommt die eine oder andere Funktion unter die Räder? Weil ich eben immer einen Kompromiss schließen muss bei der Verpackung. Ja? Natürlich könnte ich eine Top-Schutzverpackung wählen, das wäre dann irgendein massiver Metallcontainer. Ja? Die Convenience leidet halt darunter, weil so ein massiver Metallcontainer, der ist halt nicht leicht zu öffnen und leicht wieder zu verschließen. Ja? Die Marketingleute hätten es gern wunderbar bunt, ja, und möglichst ihr großes Logo drauf, ja, dann bleibt halt weniger Platz für die Information. Diese richtigen Kompromisse zu finden, ist Aufgabe von guten Verpackungstechniker, und ich will Ihnen heute 3 so Felder vorstellen, wo wir uns genau in diesem Spannungsfeld heutzutage bewegen. Das sind die Themen Sicherheit, wie sicher sind unsere Verpackungen, geht von denen irgendeine Gefahr aus? Wir haben es hier schon stehen, wir nennen das Migration. Irgendwas aus dem Verpackungsmaterial wandert ins Lebensmittel und vergiftet uns dann, unter Anführungsstrichen. Ein zweites Thema, kann man diese Wechselwirkung zwischen Verpackung und Füllgüter auch nicht irgendwie aktiv nutzen? Ja? Kann man da die Haltbarkeit nicht verlängern, neue Qualitäten gestalten? Thema aktive Verpackungen werde ich Ihnen vorstellen. Und wie viele Bereiche, auch die Verpackung steht unter einem massiven ökologischen Druck, ja? Und da geistern zurzeit viele Materialien herum, die kompostierbar sind, biologisch sind oder so irgendwas. Die will ich Ihnen auch kurz vorstellen, was sich denn da im Verpackungsbereich tut. Gehen wir aufs Thema 1, Sicherheit. Ja, das ist auch eine Folie, die man nicht abschreiben muss oder Sie sich sicher nicht auswendig lernen müssen, obwohl das eine Folie ist, die uns zurzeit sehr viel beschäftigt. Das ist das europäische System an Regelwerken, das sich mit Lebensmittelkontaktmaterialien beschäftigt. FCM, Food Contact Materials. Ja. Es ist nämlich nicht einfach so, dass man jedes Material mit Lebensmitteln in Kontakt bringen darf, sondern es muss ganz bestimmt beschaffen sein. Ja. Und da gibt es sehr allgemeine Anforderungen, die stehen da hier oben im Dach. Dann gibt es sehr viele materialspezifische Anforderungen für Kunststoffe. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele Regeln, wie denn Kunststoffe beschaffen sein müssen, damit ich sie als Lebensmittelverpackungen verwenden darf. Und dann gibt es aber auch, das müssen wir auch ehrlich sagen, einen großen Bereich von Materialien, die zurzeit noch ziemlich ungeregelt sind. Wir haben also, wenn wir die rechtliche Situation anschauen, bei Lebensmittelverpackungen, Lebensmittelkontaktmaterialien, zurzeit eine Situation, dass wir gute allgemeine Regeln haben, für einige Materialien konkrete Durchführungsbestimmungen haben, für viele Materialien aber nicht so wirklich konkrete Durchführungsbestimmungen.
Das gibt in der Industrie, in der Anwendung zurzeit relativ viele Probleme, ja, weil man nicht so recht weiß, wie man diese allgemeinen Anforderungen erfüllen soll. Wie schauen denn diese Anforderungen aus? Da gibt es eben die Rahmenverordnung, heißt die 1935-2004, die ist relativ grob und da steht im Großen und Ganzen nur drinnen, dass diese Materialien unter guter Herstellungspraxis hergestellt werden müssen. Was das ist, wird nicht wirklich definiert. Da ist dann zwei Jahre später eine eigene Verordnung rausgekommen, die das ein bisschen definiert, sagt aber eigentlich nur, dass man ein Qualitätsmanagementsystem braucht. Und dann aber den sehr wichtigen Satz, das ist im Artikel 3 da drinnen, dass so ein Verpackungsmaterial, so ein Lebensmittelkontaktmaterial, Bestandteile nicht in unannehmbarer Menge an das Lebensmittel abgeben darf. Was ist unannehmbar? Irgendwas, was gesundheitsgefährlich ist. Das heißt, eine Verpackung, aus der irgendwas rauskommt, was unsere Gesundheit schädigen würde, ist nicht verkehrsfähig, ist nicht erlaubt. Ja? Zweitens, die das Lebensmittel irgendwie verändern. Sie wissen das im Lebensmittelbereich, das ist dieses alte Verfälschungsthema. Ja? Wenn Sie Ihre Milch mit Wasser strecken, dann ist das zwar nicht giftig, ja? Die Molkerei verdient dann ein bisschen mehr Geld, der tut das gut, ja? Aber es ist nicht erlaubt, weil es eine Verfälschung der Milch ist. Ja? Das Wasser hat in der Milch drinnen nichts verloren oder zu viel Wasser in der Milch drinnen hat nichts verloren. So etwas darf auch nicht passieren. Ja? Und die organoleptischen Eigenschaften, also Geruch, Geschmack, Sensorik, darf nicht verändert werden durch die Verpackung. Ja? Ganz simple Regeln, die aber in der Praxis relativ viel Aufsehens machen. Wie macht man das in der Praxis? Wir als Prüfinstitut zum Beispiel auch. Alle diese Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, müssen geprüft werden. Und zwar prüft man diesen Stoffübergang, das heißt, wandert da irgendetwas raus ins Lebensmittel? In der Regel nicht mit dem Lebensmittel selber, weil das einfach analytisch, und die Analytik ist eine chemische, werden wir gleich sehen, natürlich viel zu kompliziert wäre. Wenn ich ein sehr kompliziertes Lebensmittel habe, was weiß ich, irgendein Fertigprodukt, ein Schnitzel mit Beilage und ein paar, also mit Kartoffeln und irgendeinem Gemüse dabei, ja, da in diesem Mischmasch von zig chemischen Substanzen, die im Lebensmittel ja schon drinnen sind, noch die ein, zwei rauszufinden, die aus der Verpackung rausgehen, wäre viel zu kompliziert. Das heißt, die Europäische Union schreibt ein System vor von 5 Modelllebensmitteln, Lebensmittelsimulantien oder Simulanzlösemittel nennt man das, die alle Lebensmittelbereiche, zumindest was diese Migration betrifft, so nennt man das Migration, wenn Stoffe vom Verpackungsmaterial ins Lebensmittel übergehen, die das abdecken. Man teilt die Lebensmittel ein in wässrige Lebensmittel, hydrophile, die nicht sauer sind, die prüft man mit 10% Ethanol. Früher hat man sie mit destilliertem Wasser geprüft, wir sind da nämlich gerade in der Übergangsphase, gibt es eine neue Bestimmung und seit Jänner gelten aber jetzt diese neuen Bestimmungen hier. Dann gibt es hydrophile Lebensmittel, die sauer sind, die prüft man mit Essigsäure, alkoholische Lebensmittel mit zumindest 20 Volumensprozent Alkohol. Wenn das Lebensmittel, ein Strohrum zum Beispiel, mehr Alkohol hat, 80%, dann muss man natürlich mehr nehmen. Dann gibt es fettige Lebensmittel, die unterteilt man weiter in Milchprodukte, die prüft man mit 50% Ethanol und wirklich fettige Lebensmittel, also Öle, Butter, Schoko, Schokoüberzüge oder sonst irgendwas mit Pflanzenöl. Und dann gibt es noch, das ist neu dazugekommen, dafür gab es früher keine Prüfung. Da gab es in den letzten Jahren einige Skandale, einige analytische Erkenntnisse. Früher hat man gesagt, auf trockene Lebensmittel geht nichts über. In diesem trockenen Stadium gibt es diesen Migrationsvorgang gar nicht. Ja, da ist man mittlerweile gescheiter, weil man weiß, in Druckfarben, die in Verpackungen vorkommen, oder vor allem auch in Recyclingmaterialien gibt es Substanzen, die einen relativ hohen Dampfdruck haben und dann eben sehr wohl ins Lebensmittel reindampfen, ins Trockene auch und dort dann auch nachweisbar sind. Und da nimmt man, das nennt sich Tenax, das ist ein Phenylenoxid, das ist so ein graues Kunststoffpulver, wirkt wie Aktivkohle, also saugt einmal alles auf und dann kann ich es wieder ausheizen im GC und alles nachweisen. Das ist jetzt nicht einfach so dahingesagt, dieses Modell, sondern das basiert tatsächlich auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Da gibt es mittlerweile sehr viele Arbeiten, wie denn diese Migrationsvorgänge, ja, es sind Stoffübergangsvorgänge, physikalisch-chemische Vorgänge, wo eben das Lösemittelgleichgewicht zwischen löst sich ein Bestandteil in der
Kunststoffverpackung lieber als im Lebensmittel, im Füllgut. Daher auch ein Unterschied, was ich da an Füllgut drinnen habe, ob das wässrig ist oder ob es fett ist, das spielt eine Rolle. Und darauf fußen eben, also basieren eben diese Migrationsmodelle. Gibt es mittlerweile übrigens für die Feinschmecker auch Modelle, auch Computermodelle, wo man solche Migrationsvorgänge, solche Stoffübergangsvorgänge berechnen kann. Kurz zum Background, dieses System stammt hauptsächlich aus der Kunststoffverpackung. Sie haben schon gesehen, da gibt es am meisten Regularien. Und wie ist die Situation beim Kunststoff überhaupt, wenn Sie eine Kunststoffverpackung hernehmen, diesen Verbundkarton, der innen eine Polyethylenschicht hat oder jedes Plastiksackel oder diese Käseverpackung von vorher, dann besteht die, so ein Polyethylensackel, normale Tragetasche zu 90, 99, 95, 98% tatsächlich aus Polyethylen, also aus einem Polymer, ja, Kohlenstoffgerüst. Das selber, das Polyethylen, migriert natürlich nicht. Ja. Das ist immobil. Die Moleküle sind so groß, die können da gar nicht drüber wandeln. Aber diese restlichen 1-2% sind Zusatzstoffe, die in diesen Kunststoffen drinnen sind, die sehr wohl migrationsfähig sind. Ja? Das sind bei den herkömmlichen Kunststoffen, die wir so im Verpackungsbereich haben, übrigens nicht die üblichen verdächtigen Weichmacher, von denen allen reden, weil die Kunststoffe, die wir im Verpackungsbereich verwenden, sind in der Regel Thermoplaste, die keinen Weichmacher brauchen. Die sind ja bei Raumtemperatur genau in dieser Übergangsphase, wo sie halt noch nicht ganz fest sind, weil sie ganz gefroren sind, aber auch nicht ganz aufgeschmolzen sind, da verarbeiten wir sie, sondern diesen teilkristallinen Zustand haben bei Raumtemperatur. Ja, die brauchen keine Weichmacher. Aber da sind andere chemische Substanzen drinnen, die Farbstoffe, Antioxidantien, Verarbeitungshilfsmittel, irgendwelche Gleitmittel, damit es gescheit durch den Extruder durchgeht und solche Sachen. Und die sind sehr wohl mobil und diese Bestandteile, die können rausmigrieren und um die geht es uns. Wie funktioniert die Analytik? Entweder tatsächlich gravimetrisch, das ist natürlich relativ ungenau, da bestimmt man nur diese Verfälschung, also ob denn überhaupt das Material inert ist. Das ist so ein erster Einschätzungstest. Ansonsten in der Regel chromatografisch, also Klassik, GC, wo man halt noch irgendwelche Substanzen sucht, die man dann in diesem Migrat drinnen findet. Spezielles Thema, das uns da am Institut zurzeit auch sehr stark beschäftigt, sind hormonaktive Substanzen. Man ist nämlich in den letzten Jahren draufgekommen, dass dieses Thema hormonaktive Substanzen, das schon seit den 80er Jahren in der Umweltchemie, Umweltanalytik diskutiert werden, sogar eventuell auch diese Lebensmittelkontaktmaterialien betrifft. Ja? Das heißt, dass Chemikalien aus diesen Kontaktmaterialien in unsere Lebensmittel gelangen, die dann in unserem Körper irgendwelche Hormonreaktionen hervorrufen. Ja? Und wo man sich vor allem vor diesen Low-Dose-Effekten fürchtet, weil man eben sagt, diese Chemikalien wirken in so geringer Konzentration, dass sie von diesen Migrationsprüfungen, die ich Ihnen da vorher geschildert habe und die Grenzwerten, die es dort natürlich gibt, in der Regel nicht erfasst werden. Ja? Wie funktioniert sowas? Wie kann man sich sowas vorstellen? Am besten untersucht ist die Östrogenwirkung. Ja, das ist das Östrogenmolekül, Östradiol. Das hat irgend in der Zelle einen Rezeptor, funktioniert nach Schlüssel-Schloss-Prinzip. Diese Phenolgruppe passt da wunderbar in den Rezeptor rein. Ja, der Rezeptor setzt sich dann auf einen Aktivierungsbereich in der DNA drauf. Ja, und dann kann eben die Auslesung dieser DNA-Sequenz beginnen und dann wird eben irgendein Protein exprimiert, das dann Östrogen ist, das weibliche Sexualhormon, also irgendein Brustwachstum oder irgendwas anderes halt im Körper auslöst. Ja? Die Fruchtbarkeit auflöst. Die Frage ist jetzt, wenn da kein Östrogen daherkommt, sondern irgendeine chemische Substanz, die wir in einem Verpackungsmaterial finden, ein Nonylphenol zum Beispiel oder das berühmte, wohldiskutierte Bisphenol A, das zurzeit sehr stark durch die Presse geistert, kann denn das auch passieren? Passt das da eventuell auch rein in diesen Rezeptor und führt das auch dazu, dass dann irgendwelche Hormonreaktionen im Körper ausgelöst werden? Oder andersrum gefragt, das hat man in den ersten Jahren nicht so berücksichtigt, blockieren vielleicht Chemikalien diesen Rezeptor, ja, und unterdrücken solche Hormonreaktionen. Das gibt es nämlich auch.
Das Brustwachstum zu messen, natürlich an Versuchspersonen, ist ein bisschen schwierig und ein bisschen langwierig. Daher macht man das natürlich anders. Wir machen das so, dass wir in dieser Reaktion natürlich nicht dieses Protein messen, das da entsteht, sondern man hat in der Regel klonierte Zellen, die dann da irgendetwas produzieren, das man messen kann. Also irgendein Luciferase-Gen, das dann einen Leuchtstoff produziert, das ich dann im Photometer ausmessen kann. So machen wir das auch. Wir nehmen Verpackungsmaterialien her, machen diesen Migrationsversuch, den wir vorhin gesehen haben, reinigen das auf über irgendwelche Säulen, konzentrieren das auf und dann gibt es eine Färbereaktion, die ich eben ausmessen kann. Und so kann ich feststellen, ist eine Hormonreaktion da oder nicht. Und parallel dazu machen wir aber natürlich auch chemische Analytik über GC oder immer mehr auch über HPLC. Wir haben eine schöne Triple-Quarter bei uns im Institut stehen und versuchen eben nicht nur die biologische Hormonwirkung nachzuweisen, sondern auch drauf zu kommen, welche chemischen Substanzen sind denn dafür verantwortlich. Weil nur wenn ich das weiß, kann ich was dagegen machen. Und das sind so die ersten Versuchungsergebnisse nach 1,5 Jahren. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als 150 Verpackungsmaterialien durchgescreent. Leerverpackungen natürlich, weil wenn ich eine volle Verpackung verwende, dann stören die Hormone, die ich in der Milch drinnen habe, vielleicht das Ergebnis oder die Hormone sind schon rausmigriert ins Lebensmittel. Und wir haben festgestellt, dass ca. 10% der getesteten Proben Östrogen aktiv sind. Ja. Das ist nicht ganz so viel, wie wir befürchtet hätten können. Ja. Auf der anderen Seite ist es doch eine ganz schöne Menge. Allerdings, diese Hormoneffekte sind sehr, sehr gering. Ja. Wir werden dann hinten einen Vergleich sehen, das ist um vieles geringer, als wir es in vielen natürlichen Lebensmitteln auch drinnen haben. Ja. Allerdings, und gerade so üblich Verdächtige wie PET-Flaschen zum Beispiel, sind völlig sauber. Ja. Im PET, in diesem Kunststoff, ist kaum was drinnen, was hormonaktiv ist. Ja? Oh, ich muss schon auf die Zeit schauen. Einzelne Proben allerdings waren sehr massiv hormonaktiv. Ja? Vor allem, also da ist ein Beispiel, man testet das in der Regel auch mit unterschiedlichen biologischen Systemen, mit Hefezellen, das ist dieser Yeast-Test, Yeast-Estrogen-Screen, oder Calux, das sind Knochenmarkszellen, also Humanzellen, das liegt natürlich ein bisschen mehr näher an der Wirklichkeit, oder sogar mit Brustkrebszellen, ja? Arbeitet man da. Gar nicht so easy, diese Zellkulturarbeit, aber die Ergebnisse sind natürlich nicht 1:1 vergleichbar, aber in derselben Größenordnung. Man misst es in EEQ, in Östrogen-Äquivalent, also in Östrogen-Äquivalenten. Wenn man diese Belastung, die man in so sehr hoch belasteten Materialien misst, und man das dann aber auf die Wirkung chemischer Substanzen umrechnet, muss man noch bedenken, dass chemische Substanzen natürlich viel, viel weniger wirksam sind als die natürlichen Östrogene. Ja, die passen einfach nicht so gut in den Rezeptor rein. Da ist oft der Faktor 10.000 dahinter. Und wenn man sich dann diese sehr niedrigen Konzentrationen anschaut, kommt man schon drauf, dass da relativ viel an einem Bisphenol A zum Beispiel drinnen sein müsste, um so eine Hormonaktivität hervorzurufen. Und da sieht man auch, okay, das ist nicht wirklich ganz realistisch, dass da so viel drinnen ist. Das heißt, da sind noch viele Fragen offen, wo diese Hormonaktivitäten überhaupt herkommen. Wir kennen wahrscheinlich viele Substanzen nicht. Und da habe ich Ihnen noch zusammengestellt, so natürliche Hormonaktivitäten in Lebensmitteln. Sie sehen, bei Schokolade oder Tofu sind wir da weit drüber über den Werten, die wir in Verpackungen finden. Aber kann man natürlich auch nicht 1:1 vergleichen. Das sind natürliche Substanzen, an die sich der Körper schon über Generationen gewohnt hat. Chemische Substanzen haben halt ein anderes Leben im Körper und sind vielleicht werden anders verstoffwechselt und sind dafür möglicherweise gefährlicher. Schauen wir uns noch ein paar Positivthemen an im Bereich Verpackung. Ja, ich will Ihnen noch was kurz über aktive Verpackungen erzählen. Das sind solche, die eben in das Verpackungsgeschehen ganz aktiv eingreifen. Man sieht das ganz gut hier an diesem Schaubild. Sie haben da irgendeine Verpackung mit, sagen wir, Hackfleisch drinnen. Ja. Und diese aktiven Verpackungen geben entweder irgendwas an den Kopfraum ab und verändern den Kopfraum, den Gasraum, ja, oder verändern die sogenannte Permeabilität, also den Übergang unterschiedlicher Stoffe über die Verpackung, oder greifen sogar direkt über den Kopfraum oder direkt ins Lebensmittel ein. Ja. Konservieren zum Beispiel. Was man wissen muss mit solchen aktiven Verpackungen, aktiven und intelligenten Verpackungen, kann man nie Qualität hineinzaubern, die vorher nicht da war.
Ja, man startet immer vom selben Qualitätsniveau. Das Einzige, was ich schaffen kann, ich kann bei gegebener Haltbarkeit das Qualitätsniveau erhöhen. Das heißt, am Ende der Haltbarkeit habe ich noch eine bessere Lebensmittelqualität. Oder die andere Version natürlich, wenn ich sage, mein Qualitätsniveau passt eh, ich kann die Haltbarkeit damit verlängern. Ja? Und da sagt man jetzt, Haltbarkeit verlängern, da verdient die Lebensmittelindustrie dran. Ja, klar, auch. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein ökologischer Vorteil. Ja? Wenn ich mit aktiver Verpackung einen Distributionsrhythmus von täglich auf wöchentlich umstellen kann, erspare ich mir zig Lkw-Fahrten. Ja? Und das ist ein sehr großer ökologischer Vorteil, viel größerer als ein bisschen mehr Verpackungsmaterial zum Beispiel. Was sind klassische Beispiele? Ganz kurz, die Verpacker, vor allem die Lebensmittelverpacker, machen sich große, viele Gedanken, große Sorgen um den Sauerstoff. Sauerstoff schädigt immer das Lebensmittel, Oxidationsreaktionen, Vitaminabbau, Farbstoffveränderungen, Aromaabbau, alles Mögliche. Da gibt es schon seit langem passive Barriereschichten, entweder Metalle, also Aluminiumschicht oder Weißblechdose oder Glas natürlich. Glasschichten kann man mittlerweile auch ganz dünn im Nanometerbereich auf flexible Folien aufbringen. Das ist also relativ lang gegeben. Seit neuestem gibt es auch Sauerstoffabsorber, ja, also Substanzen, die aktiv Sauerstoff aus der Verpackung rausholen, aktive Verpackung. Klassisch sind es tatsächlich Eisensysteme, das heißt, ich tue da ein paar Eisenspäne rein, die rosten, wenn es feucht ist, und zehren Sauerstoff. Das funktioniert tatsächlich. Andere Systeme funktionieren mit Vitamin C. Die baue ich halt in meine Verpackungsfolie ein und da sehen Sie schon, warum ich vielleicht so viele Schichten brauche, ja, weil ich dann in eine Schicht halt diesen Sauerstoffabsorber einbaue. Anderes großes Thema, an dem gerade viel geforscht wird, sind antimikrobielle Verpackungsmaterialien. Verpackungsmaterialien, die also entweder an ihrer Oberfläche oder tatsächlich ans Lebensmittel abgeben, Substanzen, die Konservierungsstoffe in den Lebensmittel selber dann ersetzen können, ja, dient also meistens dazu, Konservierungsstoffe im Lebensmittel reduzieren zu können. Ja. Da wurde in Vergangenheit sehr viel mit Silber gearbeitet natürlich, mittlerweile nicht mehr sehr gern gesehen, ja, weil man genau dieses Resistenzenthema, ich weiß nicht, ob es heute Vormittag schon da waren, groß diskutiert, da ist Silber natürlich auch in Verdacht, auch Allergieauslöser. Heutzutage geht man mehr in Richtung Naturstoffe, Rosmarinextrakte, Flavonoide, solche Substanzen versucht man in Verpackungsmaterialien einzubauen. Und last but not least, in dem Innovationskapitel gibt es die intelligenten Verpackungen. Das sind solche, die irgendetwas in der Verpackung messen und dem Konsumenten oder halt dem Händler anzeigen. Geht dann über Farbstoffsysteme, also wo ich halt irgendeine Temperaturüberschreitung oder irgendeinen mikrobiologischen Abbau in eine Farbreaktion umwandle und halt auf einen Blick sehe, ja, da ist ein Verderb in Gang. Ein bisschen was hätte ich noch. Die sind noch gesetzlich geregelt. Und last but not least, zwei, drei Slides, weil ich es eben versprochen habe, großer Druck unter den Verpackungen zurzeit auch stehen, ist der ökologische Gedanke. Und Sie haben sicherlich schon von diesen Biopolymeren gehört, ja, die da zurzeit als Verpackungsmaterialien stark diskutiert wird und bei den Konsumenten sehr, sehr beliebt sind. Ja. Da muss ich mal anfangen, dass es da große Begriffsverwirrung gibt. Man bezeichnet nämlich als Biopolymere einerseits Substanzen, die biologisch abbaubar sind, also kompostierbar sind, andererseits solche, die aus nachwachsendem Rohstoff gewonnen wird. Und jetzt gibt es tatsächlich solche, die beides sind, aber es gibt auch viele Materialien, die nicht abbaubar sind, obwohl sie aus nachwachsendem Rohstoff sind. Ja? Aber es gibt auch solche, die aus Erdöl hergestellt werden, aber kompostierbar sind. Ja, gibt es irgendwelche Polyester, da baut man halt Bruchstellen ein, dann zerfallen die und sind von Mikroorganismen abbaubar. Die Frage, was ist das Sinnvolle? Ja, die Konsumenten und im Marketing wird hauptsächlich von dieser Bioabbaubarkeit geredet. Ja, und die ist unserer und vieler anderer Experten Meinung nach aber nicht der große Vorteil. Ja. Diese Kompostieranlagen gibt es nämlich gar nicht. Ja, man kann den Konsumenten in der Regel auch nicht beibringen, dass diese Plastikflasche da jetzt kompostierbar ist und die gehört in die eine Tonne und die andere in die andere Tonne. Das ist nicht der große Vorteil. Der sinnvollere Weg wäre, auf Materialien auch nachwachsenden Rohstoff zu setzen. Was gibt es da für eine Materialien? Am meisten sind es die Stärkeblends, also Stärkematerialien, die mit anderen bioabbaubaren Kunststoffen vermischt sind. Das sind diese Kompostiersackerln oder so Netze,
die man findet. PLA, Polymilchsäure, ja, da bin ich aber auch bei einem Vortrag von heute, diese Polymilchsäure wird aus Maisstärke gewonnen und dass der Maisanbau nicht ganz das umweltfreundlichste ist, haben wir heute schon gehört. Da unten ist die Produktionsreaktion für die Hardcore-Chemiker. Da gibt es Folien, da gibt es mittlerweile Flaschen, das kann man schäumen, da kann man solche Shells machen. In Zukunft kommen hoffentlich die Polyhydroxyalkanoate, die kann man natürlich nämlich nicht aus, die produziert man nicht aus Stärke, sondern aus einem biofermentativen Prozess von Lebensmittelabfallprodukten. Die sind technologisch auch sehr interessant, da kann man viel draus machen. Und last but not least, das ist das gute alte Zellophan. Ja, das gewinnt man nämlich aus Holz, aus nachwachsendem Rohstoff. Allerdings, da merkt man auch ein Problem, so wahnsinnig umweltfreundlich ist dieser Zellophan-Herstellungsprozess auch nicht. Und das muss man auch korrekterweise sagen, wenn man sich die Ökobilanzen all dieser Materialien anschaut, sind sie in der Regel nicht besser als die von konventionellen Kunststoff. Das wäre es gewesen. Recht herzlichen Dank. Ein kurzer Sprung durch die Verpackungstechnik, über jedes Thema könnte man stundenlang reden. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Wir sagen vielen Dank.